Ja, gestern habe ich mit einem Herrn von der deutschen Presseagentur über diesen Fall gesprochen und werde morgen mit dem Verfassungsschutz telefonieren, ob wir 2020 nicht als Prüffall im Auge behalten werden sollte. Denn wir haben jetzt den Beweis, dass es sich um ein tiefgreifenderes Problem handelt. Also man sieht überhaupt kein Problem. Der Landesvorsitzende, ich zeige gerade mal hier nur, dass Sie sehen, hier seine Mail, er versteht nicht, dass seine Mail jetzt ein zusätzliches Beweismaterial liegt. Wir haben ja alle diese Beweise gesammelt, ja, und dass hier Klaus Bob, Landesvorsitzender Bayern, Vorsitz Wir 2020 EU, hier nochmal mit Anhang hier. Wir 2020 Partei neue Homepage. Ja, hier erkennt man übrigens, das deutet an, denn die Partei, die neigt dazu, so ein bisschen wegzulügen, dass es natürlich wir2020.de gab und wahrscheinlich noch gibt. Denn was ich von Dr. Wölker höre, vom Orga-Team Hamburg, von wir2020.de sind die nicht haben die sich nicht aufgelöst, sondern betrachten sich weiterhin als Partei und so weiter. Und man sieht hier Herr Romberg und so weiter, also das Ganze, man kann sagen, der Verfassungsschutz. Natürlich ist so ein Fall, dass ein Professorenrat, eine Hetzschrift gegen einen Professorenrat und so weiter gemacht wird. Natürlich ist das zunächst mal eine kleine Geschichte sozusagen. Aber es geht ja darum, was verrät hier eine Partei für eine Grundmentalität im Umgang mit Menschen, dass es für diesen Landesvorsitzenden überhaupt kein Problem war, was sozusagen so seine Parteikolleginnen mit anderen Menschen machen. Ja? Also ein anständiger Mensch würde reagieren und sagen, was sagen Sie? All das, was da steht in dieser internen Schrift, die quasi zur Beeinflussung auch von anderen Parteimitgliedern verwendet wurde. Übrigens gehe ich davon aus, dass auch heute noch die Dame, die man mit dieser Hetzschrift beeinflussen wollte, dass die Partei genau deswegen verlassen wird, weil sie jetzt sieht, die charakterliche Ungeeignetheit der Personen in dieser Partei für eine bessere Gesellschaft. Denn darum geht es ja schließlich, dass deutlich wird, eine Partei, wo es darum geht, zu sehen, hat sie die richtige Mentalität im Umgang mit anderen Menschen, ist für sie faires, sachliches, wahrheitsgemäßes Umgang mit Menschen wichtig. Zum Beispiel hätte ja der Landesvorsitzende so reagieren können. Ja, was mein Vorstandsmitglied, die Dame vom Finanzen sozusagen, da noch drangehängt hat an einer Schrift, von der sie mir ja sozusagen zu verstehen gegeben hat, dass die ursprünglich aus den Bundesvorstandsnähen oder Ebenen gekommen sei und sie sich ja quasi mit ihrem Text nur daran gehängt hat. Ja, das Entscheidende ist doch, wes Geistes Kind ist eine Partei? Wenn man als Landesvorsitzender kein Problem darin sieht, die andere Seite sagt, es ist alles unwahr, was da geschrieben steht. Es stellt letztendlich Verleumdung, falsche Verdächtigung und Diffamierung, Rufschädigung und was auch immer dar. Dann normalerweise müsste dann der Landesvorsitzende einer anständigen Partei müsste dann sagen, ja hoppla, das geht natürlich nicht, das muss ich untersuchen, bitte stellen Sie uns all diese
diese Unwahrheiten da und dann müssen wir prüfen, ob es sich hier um das leichtfertige Behaupten von unwahren Dingen handelt. Und das erinnert uns an den großen, berühmten Fall KenFM über Bill Gates und KenFM als sozusagen von YouTube zu Recht gesperrte oder in irgendeiner Weise jedenfalls zu Recht, ja, ich weiß nicht, ob er vertrieben wurde, also auf jeden Fall weiß ich nicht, ob er noch in YouTube geduldet wird, aber es gab ja wohl Tendenzen, ihn da nicht mehr zu dulden. Schluck Wasser. Unten rechts hier an dem rundlichen Ding bitte sofort schneller drehen, denn man sollte immer mit mindestens 1,5-facher Geschwindigkeit schauen. Besonders, weil ich so langsam rede. Also, sozusagen, für den Verfassungsschutz ist es eben interessant, welche Mentalität herrscht in einer Partei des Umgangs mit Menschen. Wenn man überhaupt, wenn man der Hinweis, dass es sich alles um Unwahrheiten handelt, überhaupt, man darin überhaupt kein Problem sieht, kann doch jeder über andere Menschen so viel Unwahrheiten verbreiten, wie er möchte, sozusagen, dann zeigt das, dass wir es hier mit einer verfassungsfeindlichen Grundmentalität zu tun haben, die jetzt also eben schon mindestens mit zwei Vorstandsmitgliedern bei Wir 2020 bewiesen ist und dokumentiert ist, also in Texten vorliegt. Ja, wissen Sie, normalerweise, wenn irgendwo ein Nachbar über den anderen hetzt und ihn verleumdet und so weiter, dann gibt es dafür meistens keine Zeugen, da steht dann Aussage gegen Aussage, das ist schwer nachzuweisen und so weiter. Und das Problem ist, die sehen überhaupt kein Problem darin, dass wir jetzt alles das als schriftliche Originaldokumente in E-Mail-Form vorliegen haben, sozusagen. Und dass das jetzt bewiesen ist, sozusagen. Und dass ich hier quasi nur über bewiesene Dinge dann spreche. Und das zeigt diese Mentalität. Und damit hat sich ja, wie unsere gestrige Sendung gesagt hat, hat sich sozusagen die Partei Wir 2020 sozusagen selbst zerstört, sozusagen. Ich gucke gerade mal, ob ich es direkt hier finde. Moment. Bitte nicht hier die falsche Öffnung. Ja, die Zerstörung der CDU, nein, die Zerstörung von Wir 2020, das ist die Nummer. Also, gucken Sie in der Sendung 779, egal ob es ein Re-Upload ist oder ob es unsere Original-Uploads sind, es wird ja oft bis zu fünffach re-uploadet. Ja. Und jetzt schauen wir mal. Wir haben also jetzt geschrieben hier im Live-Ticker: Wir 2020 als Prüffall des Verfassungsschutzes im Auge zu behalten, wird angeregt werden. Landesvorsitzender beweist in neuerlicher Mail, dass menschenverachtende Praxis für mindestens zwei Vorstandsmitglieder und mindestens ein weiteres Mitglied überhaupt kein Problem darstellt. Stattdessen werden die Opfer der Hetzschrift weiter beschimpft. Die deutsche Presseagentur dpa wurde gerade ausführlich telefonisch und per Mail informiert über den Wir 2020-Skandal. Die Zerstörung von Wir 2020, Riesenskandal. Nicht die Zerstörung der CDU, Rezo, 18 Millionen Klicks, sondern von einer neuen Corona-kritischen Partei, die Baden-Württemberg regieren möchte. Wir 2020 EU hat sich selbst zerstört. Eine beispiellose Diffamierung wurde geleakt, bei der fast jedes Wort eine nachweisbare Unwahrheit ist. Wird in täglichen Sendungen aufgearbeitet. Hier nur die erste,
Alle weiteren, die bitte direkt auf dem Sender schauen. Ja, das ist das der Stand der Dinge im Live-Ticker. Und warum ist das so wichtig? Weil diese verfassungsfeindliche Grundmentalität einfach auch gefährlich ist. Ja? Also KenFM fand ja gar nichts darin, einfach über Bill Gates mehr oder weniger deutlich zu behaupten, das sei irgendwie ein Verbrecher, ein Krimineller, ein böser Mensch, ein schlechter Mensch und so weiter. Und ich habe damals, ich habe immer davor gewarnt, Vorsicht, Vorsicht, das geht nicht. Ja, wenn wir mit Menschen sprechen, über Menschen sprechen, dann gehen wir immer erst einmal von der Unschuldsvermutung aus, denn sozusagen jeder Mensch hat ein Recht darauf, dass er nicht mit Vorverurteilungen behandelt wird, sondern erst einmal von der, mit der, dass wir alle mit der, das gehört zu den Menschenrechten, dass wir mit der Unschuldsvermutung an die Sache herangehen. Und dass es deswegen völlig unzulässig ist und auch eben verfassungswidrig ist, wenn KenFM einfach mal so Behauptungen über Bill Gates aufstellt, die er in keinster Weise beweisen kann, wo es keine Beweise gibt und so weiter. Ja, und das ist das genau das Gleiche jetzt mit dieser Hetzschrift. Ja, da werden einfach unwahre Behauptungen einfach aufgestellt. Und man findet überhaupt nichts. Und die ersten zwei Punkte, also gucken wir uns jetzt an. Hier, also das ist jetzt nochmal wieder hier nur besser lesbar gemacht. Ich gucke gerade mal, ob ich es für Sie noch eine Nummer größer machen kann. Geht das noch? So. Ich probiere es mal, vielleicht verträgt es diese Größe. Nee, es verträgt es nicht. Müssen wir damit leben. Also, das ist quasi die E-Mail gewesen von der, dem Vorstandsmitglied Finanzen von Bayern, Wir 2020 Bayern. Ja? Und das ist das jetzt, wo quasi sich der Landesvorsitzende so sieht, so what sozusagen schreibt, wenn quasi Sie behaupten, das ist eine Unwahrheit nach der anderen, und zwar beweisbare Unwahrheit nach dem anderen, dann alarmiert mich das gar nicht. Da sehe ich überhaupt kein Problem drin. Kann doch jeder in der Partei andere Menschen mit Unwahrheiten überziehen im Rahmen der Partei oder im Kontext der Partei. Das spielt doch keine Rolle. Und das ist genau das Gefährliche. Darüber werde ich mit dem Verfassungsschutz sprechen. Hier kommt eine Partei, für die es also ganz in Ordnung ist, wenn Unwahrheiten über andere Menschen verbreitet werden. Also dieselbe Mentalität, wegen der KenFM zu Recht Probleme mit YouTube bekommen hat, nämlich, joch, Bill Gates hat keine Rechte, hat bei mir keine Menschenrechte, ich kann über ihn herziehen, so viel ich will. Ich kann Unwahrheiten, also unbewiesene Dinge, das müssen ja nicht mal Unwahrheiten sein, ich muss unbewiesene Dinge über ihn verbreiten, so viel ich will. Das ist mein gutes Recht. Ich habe damit 3,3 Millionen Klicks bei einem einzigen Video erzielt und so weiter. Und dann hat YouTube gesagt, nee, so geht's nicht. Bei uns gelten die Menschenrechte und so können sie nicht vorgehen. Und der Landesvorsitzende bestätigt jetzt, dass Menschenrechte für diese Partei und für ihn als Vorsitzenden eines Landesverbandes, und zwar eines großen Landesverbands, Bayern ist ja keine kleine Klitsche, sozusagen, dass den Menschenrechte überhaupt nicht interessieren, sondern dass er quasi noch so was eins draufsetzt, quasi noch so in unverschämten Ton sozusagen noch so irgendwie noch Sachen draufsetzt, die jetzt, ja, und jetzt also in der 779 finden Sie also in diesem Video die Zerstörung von Wir 2020, finden Sie also die erste Aufdeckung der Unwahrheiten
und den Nachweis der Unwahrheit der ersten Behauptungen. Jetzt gucken wir es uns mal an hier. Und ach so, nee, ich muss da drüben gucken. Und jetzt hier, also das, die ersten zwei Punkte finden Sie also in 779 bearbeitet. Dann bearbeiten wir jetzt heute in 780 mal den nächsten Punkt. Ne? So, stellen wir das ein bisschen mehr in die Mitte. Auf dem YouTube-Kanal. Und wie gesagt, dieser Text ist ja bis hierhin von einer dritten Person geschrieben, von der die Finanzendame vom Vorstand Bayern sagt, das käme aus dem Umfeld des Bundesvorstandes. Ja, und dann gehen wir es doch mal vor hier. Hier. Dann wird deutlich, dass dann dieses Vorstandsmitglied Bayern Finanzen mit eigener Schrift und anderer Schriftgröße und anderer Schrift selber übernimmt und nochmal sich quasi auch diffamierend anschließt. Also das heißt, wir haben hier also, und jetzt haben wir noch den Beweis, dass quasi der Landesvorsitzende in der Möglichkeit, dass Unwahrheiten über andere Menschen verbreitet werden und das irgendwie im Rahmen seiner Partei abläuft, überhaupt kein Problem sieht. Und das ist dieses, dass die Menschenrechte ihm völlig offensichtlich egal sind. Und das ist das Gefährliche, wenn eine Partei kommt, die ja immerhin den Anspruch hat, Deutschland zu regieren. So eine verfassungsfeindliche Grundmentalität aufweist oder beweist. Und das ist ja jetzt bewiesen, denn die Dokumente liegen ja vor. Die werde ich natürlich dem Verfassungsschutz zur Verfügung stellen. Und genauso wie ich sie der DPA zur Verfügung stelle und so weiter. Und den Stuttgarter Nachrichten und den Stuttgarter Zeitung und so weiter, ja. Also, wobei das die Frage ist, ob das für die schon groß genug ist, um darüber zu berichten. Und vor allem überlegen die natürlich, dass sie natürlich damit auch nochmal das bekannt machen. Also, aber die Basis, ja, egal welche sachliche Kritik man an der Basis haben kann als Partei, aber immerhin hat auch Herr Sieber durch seine Erfahrung als Grünen-Mitglied immerhin, habe ich von ihm noch nichts gehört, dass er so sozusagen menschenverachtend mit anderen Menschen umzugehen neigt, wie wir das jetzt ja hier in bewiesener Form vorliegen haben. Also hier, wie gesagt, nennen Sie es, wie Sie wollen. Also in der 779 sind die ersten nachweislichen Unwahrheiten, dass hier praktisch fast jedes Wort, das hier steht, unwahr ist, nachgewiesen worden. Ja? Bewiesen worden. So, und jetzt beweisen wir das mal hier mit diesem dritten Punkt. Auf dem YouTube-Kanal Next Scientists for Future wurden die Videos im Titel mit den Parteinamen Die Basis, Wir 2020 oder bekannten Aktivisten wie Dr. Füllmich, Dr. Bhakti und Dr. Wodak versehen, obwohl diese Personen im Video weder gezeigt werden, noch dort auftreten, noch deren Aussagen im Video zitiert werden. Es wird mit diesen Namen also gezielt versucht, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Hier wird also wieder so gemacht, als wäre das irgendetwas Schlechtes. Dabei hat doch der Zuschauer ein Recht darauf, in welchem Kontext sich unsere Sendung bewegen, auf was sie sich grundsätzlich beziehen. Zum Beispiel habe ich ja eben die Basis genannt und Dr. Füllmich und
sozusagen. Und Dr. Wodak ist eine Person, die mit Dr. Füllmich jetzt wiederum sehr viel zu tun hat, aber nicht mit die Basis. Und Professor Bhakti, da hat ja die Partei immer noch nicht offiziell mitgeteilt, dass Dr. Bhakti möglicherweise, ich weiß nicht, wie es aussieht, möglicherweise eine Entfernung seines Fotos von der Parteiseite Wir 2020 verlangt hat. Und warum? Das heißt, die Frage ist, steht er jetzt noch hochoffiziell als Freund und externer Experte der Partei Wir 20 zur Verfügung oder ist ihm das auch zu heiß geworden und er hat das entzogen und das wurde von der Partei nicht offen nach außen kommuniziert und klargestellt, dass Herr Professor Bhakti da also keine Nähe mehr zu dieser Partei eventuell wünscht. Frau Romberg hatte so etwas im Telefonat angedeutet. Aber warum kommuniziert die Partei nicht offen? Ja, Professor Bhakti ist leider nicht mehr oder so, ja, unser Experte. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es geht ja um die ganze Zeit darum, und was sollen wir sonst für Assoziationen herstellen als das, worum es geht? Ja? Und was ist daran schlimm, den Zuschauern zu zeigen, dass wir uns im Kontext die Basis, also Füllmich und so weiter und wir 2020 und so weiter, dass wir darüber sprechen hier und darüber talken und das wird so dargestellt, als sei das etwas Schlechtes. Ich kann daran nichts Schlechtes erkennen. Ich mache es, zeig mal, wie wir das machen. Es kann in einem einzelnen Video immer mal vorkommen, dass man das vergisst im Eifer des Gefechtes, das nochmal gezielt zu benennen, wie ich es jetzt mache. Denn normalerweise ist bei uns so, dass ich eigentlich den Auftrag habe, in jeder Sendung auch den Bezug herzustellen. Also, ja, also ich habe eben schon gesprochen über die Basis. Ich habe über Herrn Sieber gesprochen, den ich einschätze, dass er eben solch eine menschenverachtende, verfassungsfeindliche, Menschenrechte außer Kraft setzende Grundhaltung nicht aufweisen dürfte. Ja? Und dann, ja, über Professor Sucharit Bhakti habe ich gesprochen, über Herrn Füllmich. Ja, und Herrn Bodo Schiffmann kann ich nur dringend empfehlen. Diese Partei hat da eine verfassungsrechtlich bedenkliche Grundmentalität, die jetzt hier in bewiesener Schriftform vorliegt, ja, mit ausführlicher Schriftform vorliegt. Die Leute sind sich gar nicht, weil sie gar kein Schuldbewusstsein haben. Das ist so ähnlich wie bei KenFM. Der ist sich ja gar keiner Schuld bewusst. Der hat also sozusagen hier vor 3,3 Millionen Menschen, also in der großen Öffentlichkeit quasi, seine Mentalität verraten, nämlich dass ihm die Menschenrechte eines Bill Gates völlig egal sind. Dass er sozusagen unbewiesene Dinge sich frei fühlt, über Bill Gates zu behaupten. Und man sieht darin gar kein Problem. Also gefährliche Menschen, verfassungsfeindliche Menschen sehen also in ihrer Mentalität gar kein Problem und hatten deswegen auch gar kein Problem, das Ganze in beweisbarer Form, dass wir das jetzt als bewiesen in Schriftform ja vorliegen haben, sozusagen, und auch noch unterzeichnet und so weiter. Ja? Und das heißt also, Herr Dr. Schiffmann, distanzieren Sie sich ganz offiziell von dieser Partei, denn Sie werden immer noch mit dieser Partei assoziiert. Machen Sie es, also Professor Bhakti scheint sich ja unter der Hand auf Distanz gegangen zu sein zu Wir 2020. Ich habe keine Ahnung. Ja, Sie sehen unsere Mentalität. Wir behaupten nicht einfach etwas, sondern stellen höchstens die Frage. Das müsste halt jetzt mal geklärt werden.
Und es fehlt ganz einfach von Wir 2020 eine ganz klare Aussage. Ja, das Foto ist nicht mehr auf der Titelseite der Homepage zu finden, weil Herr Professor Bhakti das nicht mehr wünschte, eine solche Nähe zu unserer Partei also offensichtlich nicht wünschte. Oder so. Das wäre eine ordentliche Geschichte, das unter der Hand einfach fallen zu lassen, so nach dem Motto, wir haben den Popularitätseffekt erzielt, indem wir sozusagen Werbung gemacht haben mit dem Foto von Professor Bhakti und mit der Aussage, er würde als externer Experte der Partei zur Verfügung stehen und so weiter. Und wir haben ja jetzt gestern ganz klar erklärt, wir entziehen wir 2020 jede Bereitschaft, jemals mit dieser aus unserer Sicht verfassungsrechtlich bedenklichen Grundhaltung einer solchen Partei, jemals einer solchen Partei helfen zu können. Also das ist jetzt für uns ein endgültiger Beschluss. Und wir haben das ja hiermit auch ganz offiziell gesagt. Diese Partei wird also niemals auf kompetente Reformen, kompetente Unterstützung vom Weltrat oder Next Scientists for Future verfügen können. Und der fehlt also sozusagen damit aus unserer Sicht jedenfalls völlig jede Kompetenz, gute Reformen zu erzeugen. Ja? Übrigens, bei all dem bleibt natürlich unbenommen, dass natürlich wir es mit Irrtümern zu tun haben im Rahmen dessen, was das letzte Jahr hier in Deutschland passiert ist. Es ist jetzt sicher jetzt ungefähr, wir haben ja schon am 25.02.2020 als erste, war vermutlich erste in der Welt gesagt, dass da ein Irrtum vorliegt bei dem, was da so ablief und bis heute läuft. Aber es ist ein riesiger Unterschied von der Verfassungsfeindlichkeit und von den Menschenrechten her, ob man sozusagen sagt, da liegt ein großer Irrtum vor und damit die Menschenrechte der anderen Personen wahrt, oder ob man wie KenFM sich das Recht herausnimmt, einem anderen Menschen böse Absichten, böse Pläne, Bösartigkeit und so weiter, eventuell sogar kriminelles Verhalten zu unterstellen. Das wäre dann der Straftatbestand der falschen Verdächtigung. Und eigentlich hätte es KenFM auch passieren können, dass er strafrechtlich belangt wird, dass die Staatsanwaltschaft sich mit seinem Fall beschäftigt, ja? Also er ist damit, dass YouTube da irgendwie sich gegen ihn gestellt hat, in irgendeiner Weise noch sehr, sehr milde weggekommen. Und ja, und das Entscheidende ist, dass ja KenFM wirklich, dass das ja auch in beweisbarer Form vorliegt. Das hat er ja nicht irgendeinem Kumpel ohne Zeugen irgendwie unter der Hand gesagt, sondern das hat er vor 3,3 Millionen Menschen gesagt. Und wir haben jetzt von der Partei Wir 2020 diese ungeheuerlichen E-Mails vorliegen. Und damit ist die Sache ja bewiesen. Und das Entscheidende ist, dass das Gefährliche, weswegen der Verfassungsschutz das prüfen sollte, ist ja gerade, dass man überhaupt kein Problem darin sieht, so die Rechte anderer Menschen mit Füßen zu treten und zu missachten. Das macht diese Partei aus meiner Sicht so gefährlich und damit völlig unwählbar, weswegen wir ja auch empfohlen haben, auf ausschließlich die Basis zu wählen und keine Stimme für Wir 2020. Ja, denn wie gesagt, auch dieses Parteimitglied sieht jetzt, aha, jetzt sehe ich, wes Geistes Kind diese Menschen sind. Und sie hat gesagt, dass sie wohl heute im Laufe des Tages zur Basis wechseln will. Ne? Schluck Wasser. Wie es Eva Rosen ja schon richtig gemacht hätte. Sie sehen, wir sprechen ständig über diesen Kontext. Bitte schön, warum soll das
nicht in der Überschrift, der Kontext, über den wir sprechen, nicht in der Überschrift drinstehen. Warum sollen denn die Zuschauer bei YouTube nicht wissen, in welchem Kontext unsere Sendungen sind? Ja, und Klaus Köhnlein ist Mitglied von Die Basis, Gerd Reuter ist Mitglied von Die Basis, Eva Rosen ist auch gewechselt schon von, ist auch schon weggegangen von Wir 2020. Liebe Eva Rosen, das war genau richtig, ja, denn diese Partei, also wir sollten alle Wir 2020 nicht eine Stimme geben. Das ist meine persönliche Meinung. Ich werde sie also niemals wählen, sondern werde dann als kleinstes Übel sozusagen die Basis wählen, weil sie unter den aus meiner Sicht alle sehr schlechten Parteien, die aus meiner Sicht am wenigsten schlechte Partei ist. Und ich hoffe, dass wir da doch noch zu einer Zusammenarbeit kommen und dass uns gelingen kann, die Basis vielleicht zu einer wirklich super guten Partei zu machen, wo was bis jetzt leider noch nicht der Fall ist. Aber gut, diese Möglichkeit besteht ja noch und wir werden sehen. Also auf jeden Fall ga unsere ganz klare Wahlempfehlung. Unter den Blinden ist der Einäugige der König, deswegen alle Stimmen für die Basis, null Stimmen für Wir 2020. Und selbstverständlich auch null Stimmen für die anderen Parteien. Ja, das ist jetzt unsere Meinung. Also das heißt, das Entscheidende ist ja jetzt wieder, dass sozusagen die Partei Wir 2020 eben offensichtlich, und zwar EU, offensichtlich überhaupt kein Problem darin sieht, wenn hier also in diesem dritten Punkt, und wie gesagt, das wird ja noch viel krasser alles, ja, überhaupt kein Problem damit darin sieht, es so darzustellen, als hätten andere irgendwie etwas Böses getan, wenn sie den Zuschauern sagen, über welchen Kontext, über welche Personen und so weiter wir sprechen. Und natürlich geht es immer, dazu ist ja YouTube da, geht es immer darum, Aufmerksamkeit zu erzeugen, also sozusagen bei den Wählern auch mitzuteilen, über was wir alles sprechen. Dann wissen die nämlich auch, über was wir nicht sprechen. Und wir berichten und diskutieren und plaudern und über den Kontext genau dieser prominenten Personen und Parteien. Und wir sprechen eben nicht über irgendwas anderes. So, dann gehen wir mal weiter. Also hier, Punkt 3 ist wieder dieser Grundtenor. Stelle andere Menschen, so wie das KenFM mit Bill Gates gemacht hat, überwerfe sie mit Schmutz. Tu so, als wäre irgendwas daran problematisch und schlecht und böse. Ich habe immer gesagt, KenFM hat das gute Recht, er kann hingehen und eine Klage gegen Bill Gates anstrengen. Dann wird er sehen, dass das Gericht sagen wird und wahrscheinlich diese Klage ablehnen wird, weil er sagt, wie können Sie es wagen, weil das Gericht sagen wird, wie können Sie es wagen, ohne stichhaltige Beweise sozusagen, einen anderen Menschen schlecht zu machen. Ich glaube, wir müssen ein Verfahren gegen Sie wegen falscher Verdächtigung oder was weiß ich, was es da alles für Paragraphen geben mag, Verleumdung oder wegen Lüge oder ich weiß nicht, wie das juristisch geregelt ist, aber sozusagen, ja, und hier wird das so dargestellt, so, oh, das sind böse Menschen, die versuchen, die Zuschauer, die sich für bestimmten Personen interessieren und für bestimmte Parteien interessieren, die versuchen, denen mitzuteilen und Aufmerksamkeit zu erzeugen, dass man sich mit diesen Themen generell beschäftigt in unseren Sendungen. Und das ist böse und das ist schlecht. Das darf man nicht. Das sind schlechte Menschen. Ja? Und man hat überhaupt kein Bewusstsein, dass es hier
dass hier sozusagen eine menschenverachtende, ja, verleumderische Herangehensweise oder eine diffamierende Herangehensweise an andere Menschen, dass man die genauso in Ordnung findet, wie das Ken FM in Ordnung offensichtlich gefunden hatte, als er vor 3,3 Millionen Menschen über Bill Gates hergezogen ist, ja, und dessen Ruf schwer beschädigt hat und schwere Rufschädigung betrieben hat. Bei Bill Gates könnte das könnte sogar sein, der könnte ja sogar berechtigt sein, vielleicht sogar wegen Geschäftsschädigung zu klagen und so weiter. Ja? Also Ken FM ist sich gar nicht klar, was er da gemacht hat. Ja? Und sie werden in unseren Sendungen außer. Das kann höchstens mal aus Versehen passieren, aber Sie werden normalerweise nie sehen, dass wir irgendeinem anderen Menschen irgendwelche bösen Absichten unterstellen. Auch jetzt sage ich ja auch, dass obwohl wir ja die schriftlichen Beweise vorliegen haben, ja, dass hier, ich unterstelle ja noch nicht einmal, dass diese Unwahrheitenverbreitung, dass es sich dabei unbedingt um bewusstes Lügen handeln muss. Es kann einfach sein, dass hier Menschen sind, die die Mentalität haben, dass es überhaupt kein Problem ist, ob eine Aussage über andere Menschen der Wahrheit entspricht oder der Unwahrheit widerspricht. Und ich würde sagen, das ist jetzt das eigentlich, das ist das Problem. Könnte es eben das Programm hinter dem Programm bei Wir 2020 sein? Dass man mit der Wahrheit über andere Menschen es einfach nicht so genau nimmt und überhaupt kein Problem darin sieht, wenn man eventuell Unwahrheiten über andere Menschen verbreitet. Also als über Frau Merkel, Frau Merkel wird von manchen ja Menschen ja irgendwie beleidigt und diffamiert und beschimpft als Verbrecherin und so weiter. Und ich habe immer gesagt, das geht nicht. Ja? Wo sind die Beweise, dass Frau Merkel in böser Absicht der Bevölkerung schadet aus den und den Gründen, weil sie dafür bestochen wird oder sonst etwas? Dafür braucht man juristisch handfeste Beweise, wie wir sie jetzt mit diesen E-Mails als Beweise vorliegen haben. Ja? Aber sozusagen. Aber einfach so etwas zu behaupten, ist verfassungsfeindlich, ist ein Verstoß gegen die Menschenrechte, ist ein Verstoß gegen die deutschen Gesetze und so weiter. Ja? Und dass man in Wir 2020 darin überhaupt kein Problem sieht, dass man also nicht sagt, ja hoppla, die Next Scientists for Future, die man vom Corona-Ausschuss und von Kai Stut und so weiter kennt. Die finden überhaupt kein Problem, die sagen, alles ist unwahr, was da geschrieben steht. Ja, da müssen wir uns doch kümmern. Wir dürfen doch nicht zulassen, dass wir über andere Menschen, dass es irgendwie heißt, von Wir 2020 ausgehend werden über andere Menschen Unwahrheiten verbreitet. Dass man darin überhaupt kein Problem erkennt, das macht dann eine solche Partei so gefährlich. Das war ja genau das Problem bei der NSDAP und bei Adolf Hitler, dass man in einem menschenverachtenden Umgang mit anderen Menschen überhaupt kein Problem gesehen hat, sondern das im eigenen Kopf noch positiv gesehen hat. Und solche Menschen sind eben die gefährlichsten, die gar kein Problem in ihrem Fehlverhalten sehen. Ja? Das ist das Entscheidende. So, Punkt 4. In dem YouTube-Video Wir 2020, Bodo Schiffmann, Bhakti Bodhak, Gemeinwohlökonomie, GWÖ, Variante. So, tritt angeblich. Ja, wenn man eine solche Formulierung benutzt, dann bedeutet das, dass man schon quasi versucht, im Leser auszulösen, das sind Lügner. Die Next Scientists for Future seien Lügner und sozusagen ja, und
Das heißt, die Wahl der Formulierung ist schon wieder, stellt schon wieder die Unwahrheit dar. Ja? Schon dieses Tritt angeblich, das Parteimitglied Dr. Cornelius Wilker von Wir 2020 in einer Telefonkonferenz mit Don Dillon auf, um eine Zusammenarbeit anzustreben. Wir haben nie behauptet, dass Dr. Wilker jemals etwas anderes war als ein Mitglied und Mitglied eines Orga-Teams und geistiger Vordenker eines Orga-Teams der Parteispaltungsvariante Wir 2020.de. Ja? Also. Und wenn irgendwo jemals aus Versehen vergessen wurde, dass nicht bei jeder Gelegenheit betont würde, dass Dr. Wilker selbstverständlich, wie auch die anderen, die in unseren Talkshows dabei waren und uns auf unsere Reformen hin befragt haben und von unserer Reformkompetenz lernen wollten und so weiter und teilweise begeistert von unseren Reformvorschlägen waren, sozusagen, wie genauso wie das auch viele Wir 2020 EU-Mitglieder waren. Aber wir haben immer klar gemacht, und wenn, dann haben wir es nur mal aus Versehen einmal vielleicht irgendwo nicht genannt, aber wir haben es dafür 100 Mal sonst immer genannt, dass eben die einen Verhandlungen waren, die einen Talkshows waren mit den Mitgliedern von Wir 2020.de, wo ja offensichtlich irgendeine Form des Zerwürfnisses zwischen diesen beiden Spaltungsvarianten der Parteien existiert. Und die letzten Talkshows waren Gespräche mit Mitgliedern von Wir 2020 EU. Ja? Also das heißt, hier diese Person unterstellt etwas und behauptet etwas, was schon wieder die Unwahrheit ist. Denn wir würden niemals behaupten, Herr Dr. Wölker ist Mitglied ich gucke gerade mal, ob ich das Video finde, weil ja, vielleicht ist ja dieser Link hier, na, da stimmt was nicht. Vielleicht, ich muss das gerade mal hier korrigieren. Denn das Video wollen wir schon im Original auftreten. Also das ist auch diese schlampige Arbeit. Also die Links waren alle so, dass man sie nicht richtig aufrufen konnte. Sozusagen, also da versucht, will eine Person ja wohl belegen, was sie tut und macht die Links so, dass sie quasi nicht aufrufbar sind. Und jetzt muss ich hier sozusagen, muss ich hier das korrigieren. Ach, ich bin blöd. Muss wieder zurück. 4, wo war das? Ja, hier die Nummer 4. Ich gehe wieder zurück. Ich korrigiere das mal so schnell für Sie. Ja, das geht nicht so schnell. Nee, das geht jetzt nicht so schnell. Dann versuche ich es mal, ob ich an das Video so rankomme. Naja, ich brauche es nicht. Also das heißt, das Tragische ist, ja, da gibt jemand links an und macht beim Schreiben der Links den Fehler, dass die Links im Prinzip nicht aufrufbar sind. Ja? Also das sollte mal korrigiert werden, wenn man schon andere Menschen diffamiert und über andere Menschen eine Hetzschrift anfertigt, sollte man sozusagen dann wenigstens die Links aufrufbar machen. Also, ganz klare Aussage. Wir haben hundertfach in verschiedensten Sendungen, und das ist ja beweisbar, immer wieder darauf hingewiesen, dass Dr. Wölker ein fantastischer und für uns als Kanzler geeignete Persönlichkeit ist von wir2020.de und dass seine netten Parteikollegen sozusagen, die begeistert von unseren Reformen oft sich geäußert haben in den Sendungen, nachweislich sozusagen alle natürlich zu wir2020.de gehören.
Dr. Wülker hat mir auch signalisiert, dass für ihn mit dem Herrn Romberg keine Zusammenarbeit in Frage kommt, denn ich habe ihm empfohlen, ja zu Wir 2020 EU zu wechseln und dort für den Vorstand zu kandidieren. Aber das hat er eben abgelehnt und ich habe das so verstanden, das ist jetzt meine persönliche Interpretation, dass er an der charakterlichen Eignung von Herrn Romberg Zweifel hatte, die ich ja angesichts dieses Skandals hier jetzt auch habe. Ja, Schluck Wasser. Gut. Also wieder eine leicht nachprüfbare Unwahrheit, einfach mal leichtfertig andere Personen einfach mal so eben mit Schmutz werfen und darin sieht der Landesvorsitzende Bayern von Wir 2020 überhaupt kein Problem, da das nachzuprüfen. Sind doch nur andere Menschen, die da mit Schmutz beworfen werden. Es sind doch nur andere Menschen, die da in ein falsches Licht gestellt werden, über die Unwahrheiten gesagt werden, ja? Und ich weiß gar nicht, wie viel es sind, ja, zum Beispiel. Es sind lauter Talkshows. Ich weiß gar nicht, haben wir, ich weiß nicht, Größenordnung, also ich, Größenordnung irgendwas, 10 Talkshows mit wir2020.de haben wir aufgezeichnet und veröffentlicht. Und das liegt ja alles bewiesen vor. Also die Unwahrheit dieser Behauptung kann ja jeder sofort feststellen. Ja? Und sozusagen, jetzt kann ich natürlich nicht ausschließen, dass wir waren ja auch mal, Dr. Wülker und ich waren ja auch mal zu Gast in einer Talkshow, wo wir nicht das Sagen hatten und auch nicht der Moderator waren. Und ob jetzt dieser Moderator sorgfältig genug darauf hingewiesen hat, dass es sich um wir2020.de handelt bei Dr. Wülker, und dass es einen Unterschied macht zwischen wir2020.eu und DE, das kann ich nicht ausschließen, dass dieser Moderator das gesagt hat. Aber dass der sich dann geirrt hat, dass sich ein Moderator, der mit uns talkt, eventuell irrt, das kann ich nicht ausschließen. Es kann ja sein, dass in der Talkshow, wo dass die Basismitglied Professor Martin Schwab mit dabei war, dass der Moderator vielleicht diesen Unterschied nicht genügend herausgestrichen hat. Aber das kann man uns ja nicht vorwerfen. Und wenn wir, nachdem wir 100 Mal diesen Unterschied betont haben, vielleicht in ein, zwei Sendungen diesen Unterschied nicht voll nochmal extra thematisiert haben, ja, dann ja, darin liegt überhaupt kein Problem. Das passiert allen Menschen mal, ist nichts Schuldhaftes und so weiter. Und diese Darstellung von uns hier als schlechte Menschen, das ist ungeheuerlich, ne? Da wird jetzt so getan, als ob wir da lügen würden. Also zum Beispiel weiß ich, dass Herr Dr. Wülker dieses Foto freigegeben hat zur Verwendung, auch für die Überarbeitung der Talkshows und so weiter. Und deswegen sind jetzt in einigen Überarbeitungen einiger Sender und so weiter, wurde dieses Bild verwendet und selbstverständlich mit Herrn Dr. Wülkers Genehmigung. Ja? Zu sehen ist dabei nur Herr Dr. Wülkers Profilbild, das im Internet auf seinem Xing-Profil öffentlich zugänglich ist. Da es sich nicht um eine Live-Schaltung einer Webkonferenz handelt, ist nicht ersichtlich, ob dieses Gespräch in dieser Form stattgefunden hat oder ob es sich um einen Zusammenschnitt oder eine Aufzeichnung handelt, die gezielt geschnitten wurde. Also, merken Sie, da wird quasi so das, was hier als zweiter Text im Hintergrund läuft, ist quasi, da sind schlechte Menschen, die haben bestimmt auch was an den ganzen Talkshows gedreht. Also diese 8 oder 10, ich habe keine Ahnung, wie viel es jetzt sind, ich müsste es nachzählen, Talkshows mit diesen wir2020.de-Leuten und so weiter, das ist ja alles, das ist ja gar nicht, das haben die bestimmt manipuliert, das ist ja alles gar nicht echt, dabei ist das alles total echt und diese Tendenz, so, wie sagt man so, Gerüchte,
in die Welt zu streuen. Ja, also hier wieder dieser Versuch, das Gerücht zu streuen, die machen da was Böses und unrealistisch. Also man kann sagen, die beste Sache der Welt mit Schmutz zu überschütten und irgendwie, ja, so Leute, die sind böse, die machen was Schlechtes. Und darin kein Problem sehen, als Landesvorsitzender, darin kein Problem zu sehen. Das ist der Grund, weswegen wir mit dem Verfassungsschutz über diese Partei reden müssen. Ja? Weil es gibt nichts Gefährlicheres, als wenn eine Partei in einem solchen Umgang mit den Bürgern dieses Landes kein Problem sieht. Einem, ja? Und Sie können das ja selbst noch mal mehrfach lesen, dieses so. Ja, guck mal, diese Bösen, die machen da was Verbotenes und Schlechtes und Böses und die wollen uns Böses und so weiter. Ja, und ja, also, das erinnert mich daran, dass mir ja Frau Romberg im ausführlichen Telefonat ja auch so gesagt hätte, dass sie so angegriffen würden von allen Seiten. Und das habe ich so verstanden, dass sie da wirklich vielleicht schon fast schon sich verfolgt fühlen in mancherlei Hinsicht und überall Böses wittern. Und ich habe ihr immer wieder gesagt, wir sind ihre Freunde, wir meinen es gut mit ihnen, wir wollen ihnen helfen, einen Erfolg zu erzielen und erfolgreich zu werden. Und ich glaube, die Partei kommt aus dem nicht mehr raus. Die Partei scheint diese Mentalität zu haben, die anderen wollen uns alle was Böses. Ja, dabei hat dieses Parteimitglied von Wir 2020 und auch das andere Parteimitglied, das jetzt in unserer letzten Talkshow war, von Wir 2020 EU, ja, die haben es doch nur gut gemeint. Die wollten doch nur den Wahlerfolgschancen der Partei vergrößern. Und dass das nicht angenommen wurde bisher, sozusagen, das ist ja jetzt auch der Grund, warum dieses eine Mitglied austreten will und zu die Basis wechseln will, weil ja dann, weil sie sagt, die Partei entscheidet sich dazu mit einem nicht ausreichend guten Wahlprogramm bei der Wahl anzutreten und deswegen gucke ich mal, ob es bei der Basis vielleicht besser läuft, ne? Und ob da vielleicht mehr offenes Ohr ist dafür. Also der Punkt 4 ist auch wieder aufgedeckt als alles hier im Prinzip ist unwahr und versucht, warum auch immer, die Next Scientists for Future in ein schlechtes Licht zu stellen. Warum auch immer, es spielt ja auch gar keine Rolle, warum. Es kann natürlich damit zusammenhängen, dass wir auch uns öfters kritisch geäußert haben zur Anthroposophie und dass wir alle Parteien davor warnen, Rudolf-Steiner-Parteien zu werden, denn die Partei Die Violetten, die ja auch eine esoterische Partei sind, ja, die haben ja gesehen, dass sie über 0,1% nicht hinausgekommen sind, im Wesentlichen mit ihrem esoterischen Programm und eine Anthroposophie und Rudolf Steiner und Waldorfschulen und Demeter. Das ist egal, auch wenn Demeter natürlich ein gut klingender Name ist. Das ist nicht unbedingt empfehlenswert, wenn man einen großen Wahlerfolg erzielen möchte, eine solche große Nähe zu. Und das Tragische ist ja, dass die Basis und wir 2020 sich ja gar nicht, überhaupt nicht gescheut haben. Also die prominenteste Person in Baden-Württemberg von Wir 2020 ist ja quasi ein, ja, wie sagt man, ein Vertreter von Rudolf Steiner beziehungsweise der Anthroposophie in gewisser Weise, der Dr. Huck, ja. Und dass wir das, vielleicht liegt das daran, dass wir jetzt so, dass man uns jetzt so mit Unwahrheiten über uns herzieht, weil wir das einfach empfohlen haben, damit vorsichtig zu sein. Ja, Schluck Wasser. Herr Dr. Wilker ist kein Mitglied der Partei. Das hat ja auch niemand behauptet, sondern er ist Mitglied der Partei wir2020.de und Sie
Und wenn Sie sich daran stören, dass es die wir2020.de gibt, dann müssen Sie das klären lassen gerichtlich, dass die sich vielleicht wir2020xy nennen müssen oder so, dass da also irgendwie eine Namenstrennung geschieht, oder die wir2020.de müssten mal darauf bestehen, dass die wir2020.eu sich nicht so ähnlich nennen dürfen wie sie selber und so weiter. Das geht uns aber nichts an als Next Scientists for Future. Und niemand hat jemals behauptet, dass Herr Dr. Wülker ein Mitglied der Partei wir2020.eu sei. Ja? Wenn in unserem Kontext von wir2020 geredet wurde, ist meistens wir2020.de gemeint. Ja, und was Sie da für Namensähnlichkeiten haben und Unklarheiten, das geht uns ja nichts an. Das ist ja Ihr Problem. Ne? Ja, und ihm ist auf Nachfrage auch nicht bekannt. Und das ist jetzt die Frage. Kann ja sein, dass Herr Dr. Wülker sich dazu gar nicht äußern wollte oder so. Und dass er ein angebliches Interview mit der oben genannten Gesprächsrunde gehabt haben soll. Jetzt kann es natürlich, können wir nie ausschließen, dass Herr Dr. Wülker gar nicht verstanden hat, um was es geht und irgendwie und so weiter. Und jetzt zeige ich Ihnen mal nur, warum man mit ganz einfachen Schritten das hätte ganz leicht nachprüfen können. Wie es ist. Ja, ich mache mal ein Beispiel. Ich gehe jetzt einfach mal hier ab. Ich gehe einfach mal hier hin und rufe auf. Zum Beispiel. Einer von vielen Re-Upload-Sendern oder auch sogar bearbeitenden Re-Upload-Sendern. Ich probiere gerade mal. Zum Beispiel nehmen wir doch einfach hier mal das hier. Ist das das Richtige? Sie sehen es hier zum Beispiel irgendein Sender, einer von den Re-Upload-Sendern, die machen, was sie wollen. Und gucken wir doch mal Videos. Schauen wir mal. Und jetzt müssten wir mal hier gucken. So. Jetzt gucke ich nur mal. Hier zum Beispiel. Das schlage ich jetzt mal auf. Da sehen Sie Herrn Dr. Wülker. Sie sehen Herrn Gastmann, Herrn Lohse, mich. Und hier noch ein Mitglied von wir2020.de, ja? Und dann finden Sie